Okay, zieht euch mal diese Kundenrezension rein. Der Schlafotter ist total weich. Weich und der Klang ist gut. Super weiches Kuscheltier. Herrlich weich. Kuschelig weich. Schön weich. Weich. Kuschelig? Weich? Warum wir den Schlummerotter trotzdem seit über anderthalb Jahren täglich im Einsatz haben und warum ich das Ding trotzdem cool finde, erfährst du in diesem Video. Aber zuerst die Basics. Der Fischer-Preis Schlummerotter ist ein einzigartiges Kuscheltier, das dem Baby ein wohliges Gefühl vermittelt. Der eingebaute Lautsprecher kann Rauschen, Herzschlag, Atem, Mutterleibsgeräusche oder entspannte Melodien abspielen. Außerdem besitzt der Otter ein Nachtlicht, was sich unter dem An- und Austaster am Bauch befindet. Und am Bauch befindet sich auch die Funktion, die für diesen Schlummerotter-Hype gesorgt hat. Der Abo-Button. Nein, Spaß, der befindet sich natürlich unter diesem Video, aber den darfst du natürlich auch drücken und aktiviere am besten noch die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Aber jetzt zurück zum Video. Denn am Bauch des Otters befindet sich die Atemfunktion. Der Otter hat einen Motor, kann durch Auf- und Abbewegung eben eine Atemfunktion imitieren. Also ich kann auch mit meinem Bauch Atembewegungen machen, aber schläft dadurch mein Sohn besser ein? Nein. Also unser Sohn konnte mit der Atemfunktion vom Otter auch absolut nichts anfangen. Er fand das eher interessant und ist dadurch wach geblieben, um den Otter zuzugucken, wie der atmet. Und deswegen ist das für manche Kinder vielleicht hilfreich. Für unseren Sohn war es ein absoluter Reinfall. Und er würde wahrscheinlich Albträume kriegen, wenn er wissen würde, dass das Innenleben des Otters so aussieht. Auf der Rückseite sind dann die Tasten für Musik, Töne, Bauchbewegung, Nachtlicht und man kann auch das Ganze lauter und leiser machen. Und genau da kommt der größte Kritikpunkt, den ich an das Ding habe. Denn stell dir mal vor, du bringst dein Kind gerade schlafen. Nach einem ewig langen Kampf ist dein Kind endlich eingeschlafen. Und dir fällt auf, dass du den Otter zu laut eingestellt hast. Du willst es einen Ticken leiser machen. Wo sind nochmal die Steuerelemente? Hinten unter dieser Abdeckung. Wie ist diese Abdeckung verschlossen? Mit einem Klettverschluss. Und jetzt stellst du dir vor, dein Kind schläft gerade neben dir. Nicht so cool, oder? Auch der Motor, der die Atembewegung steuert, ist relativ laut. Ich merke gerade, dass es ohne den Bezug ein bisschen pervers aussieht. Deswegen tun wir es gleich mal weg, denn wir sind immer noch ein familienfreundlicher Kanal hier. Die Melodien und die Soundeffekte finde ich aber ziemlich cool. Also auch nach anderthalb Jahren fast täglicher Nutzung kann ich das Ding immer noch anhören und ich finde es als Erwachsener auch relativ angenehm. Also auch ich bin dadurch wahrscheinlich ein bisschen besser eingeschlafen. Die Melodien und Töne, top. Die automatische Timer-Funktion kann man jetzt so oder so sehen. Also die Melodien oder die Geräusche, die gehen automatisch nach einer halben Stunde aus. Ich fand das eigentlich sehr, sehr gut, weil ich nicht die ganze Nacht irgendwas hören will. Aber bis der Kleine einschläft, ist das ganz cool. Und dann geht es halt von allein aus. Das Thema kuschelig und schmusig hatten wir ja am Anfang schon angesprochen. Also meiner Meinung nach taugt das Ding zum Kuscheln absolut gar nichts, weil dieses harte Innenelement einfach so riesig ist. Die Polsterung an manchen Stellen gar nicht vorhanden ist. Ja gut, nach anderthalb Jahren hat das Ding jetzt auch einige Waschgänge hinter sich, aber trotzdem erhofft man sich doch da ein bisschen mehr. In meinen Augen ist es nur eine Spieluhr, die man locker mit ins Bett vom Kind legen kann, ohne Bedenken zu haben, dass sich das Kind verletzt. Aber schmusen wird es das Kind eher nicht. Ich habe keine Ahnung warum, aber der Preis von dem Schlummerotter schwankt ziemlich stark, egal ob im Einzelhandel oder online. Aber im Schnitt würde ich sagen, ist das Ding für 30 Euro ungefähr zu haben, was ich okay finde. Den aktuellsten Preis findet ihr im Link in der Produktbeschreibung. Ein Produkt, wo ich gesagt habe, es kommt mir niemals ins Haus, weil es total überteuert ist, war die Tonibox. Und ja, warum das Ding jetzt hier steht und ob sich meine Meinung inzwischen geändert hat, findest du in diesem Video. Also klick hier drauf und finde es heraus.